Zeitungen studiert, haben den Spiegel abonniert. Nur fürs Kabarett. Sie sind angefüllt mit Zahlen, wissen, wann die nächsten Wahlen, haben Statistiken parat und so manches Referat, sind detailliert versiert und sind encouragiert, raffiniert, reflektiert, garantiert, fundiert, einfach bestens präpariert. Sie sitzen voller Spannung da, endlich ist es wirklich wahr, sie sind im Kabarett. Nicht irgendwo, nein, in Berlin, sie sind quasi mittendrin im Hauptstadtkabarett. Sie sind zum Denken bereit und zum Lachen des befreit, sind geeint auf die Spitzen mit wasserdichten Witzen, konzentriert, motiviert, dezidiert, kultiviert, raffiniert, reflektiert, garantiert, fundiert, einfach top ambitioniert. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Nachricht für Sie. Sie sind bei uns goldrichtig. Hier prasseln die Beamten wie geschliffen. Jede Zeile ein verbaler Paukenschlag. Vor keinem Thema wird bei uns gekniffen. Für die Satire ist hier immer Feiertag. Jeder Skandal wird von uns aufgeschlachtet. Vor keinem Tabu machen wir feige Halt. Das Abgestandene wird nicht streng verachtet. Hier wird mit Lust die Faust geballt. Das ist wirklich das Beste. Hier wird's wirklich niemals nett. Bei dir reicht zum Aufstieg ja offensichtlich das Geschlecht. Macho-Arsch! Ankackbratze! Vollidiot! Muss das denn sein? Sie halten sich da raus. Aber ganz genau, das ist ein ganz normaler Parteienstreit. Quotenschlampe! Bitte! Gremienwichser! Das geht doch nicht! Was, das können Sie doch als Normalbürger gar nicht einschätzen. In der Politik nennt man sowas Streitkultur. Delegiertenluder! Los, es reicht, ich gehe dann jetzt. Halt! Menschen haben unterschiedlichen Marktwert. Die Sicherheitsmaßnahmen für den Besuch des amerikanischen Präsidenten irgendwo auf der Welt kosten am Tag 10 Millionen Euro. In Palästina sind Jugendliche bereit, sich schon für 18 Euro in die Luft zu sprengen. Das heißt, für einen Präsidentenbesuch können sich 555.555,5 Palästinenser in die Luft sprengen. Ja, Sie haben recht. Blöd wird es natürlich für den halben Palästinenser, weil an dem der Sprengstoffgürtel nicht hält. Ne? Ja. Na was denn? Sie halten das für zynisch? Ja natürlich, das ist es. Absolut zynisch. Ein 50-jähriger Koma-Patient kostet am Tag 4.242,40 €. Das sind 3,5 Merkel. Im Sudan, da können Sie ein 6-jähriges Mädchen schon für 50 Euro als Sklavin kaufen. Das sind 0,02 Koma-Patient oder 0,07 Tagesmerkel. Es ist zynisch, dass der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Klaus zum Winkel für nur 9 Jahre Arbeit bei der Postbank mit 20 Millionen Euro Pension belohnt wird. Und eine Kassiererin, die 32 Jahre lang bei Kaisers gearbeitet hat, wegen angeblicher Unterschlagung von 1,30 Euro mit fristloser Kündigung bestraft wird. Mein erster Gast jedoch ist eine echte Sensation. Glaubt man Experten, dürfte es ihn eigentlich gar nicht geben. Und doch ist er heute Abend hier. Er ist der letzte Angehörige der deutschen Mittelschicht. Herzlich willkommen, Michael Mitte. Danke schön. Und Sie sind nun wirklich der allerletzte. Ja, das ist schon ziemlich einsam geworden bei uns in der Reihenaussiedlung. Und Sie haben nie damit geliebäugelt, wenn schon unter Schicht, mache ich mir einen lauen Lachs. Hartz IV kann ja auch ganz schön sein. Was, nee, auf ja keinen Fall. Ja, warum denn nicht? Sozialer Abstieg, das heißt für mich erstmal saufen, rauchen, Fußball gucken, ist ja eigentlich ganz nett. Was? Ganz nett? Ich bitte Sie, das geht doch schon damit los, dass Sie Ihr Kind Kevin nennen müssen. Woher nehmen Sie die Kraft,
trotz allem durchzuhalten. Ja, ich bin halt Mittelschichtler aus Berufung, ne? Ich bin mittelgroß, mittelschlank und mittelblond. Als mittleres von drei Kindern habe ich direkt nach der mittleren Reife durch einen Arbeitsvermittler eine Laufbahn im mittleren Dienst in einer deutschen Mittelstadt am Mittelrhein vermittelt bekommen. Ja, das klingt, als hätten Sie Ihre innere Mitte gefunden. Ich kann mir für mich einfach nichts anderes vorstellen. Was passiert, wenn die Mittelschicht abgeschafft wird, wenn es eines Tages keinen Platz mehr geben wird für einen Michael Mitte in unserer Mitte? Ja, ja. Oh, dann werde ich wohl auswandern müssen, ne? Wahrscheinlich nach China. Ja, da ist gerade erst eine Mittelschicht am Entstehen. Vielleicht können die mich brauchen. Heißt ja auch Reich der Mitte. Danke, dass Sie bei uns waren, und wenn Sie wirklich Lust auf Aufstieg haben, dann kommen Sie doch einfach zu Wer wird Millionär? Da sind schon ganz andere Pfeifen stinkreich geworden. Ich zum Beispiel. Tschüss. Tschö. Halleluja, ich bin der Chef der Deutschen Bank. Halleluja, Bruder, wer will das nicht sein? Wir waren sehr erfolgreich im Investmentbanking. Oh, Halleluja, preis die Investmentbanker. Halleluja, die Investmentbanker. Noch 2007 haben wir große Gewinne eingefahren und ich habe 14 Millionen Euro verdient. Und was hast du dann gemacht? Im Gegenzug habe ich 30.000 Leute entlassen. Halleluja! Aber die Ungläubigen finden das unmoralisch. Ach, Teufelswerk! Nur was soll ich mit läppischen 14 Millionen Euro anfangen? Ich meine, dafür muss eine Durchschnittsfamilie gerade mal 250 Jahre lang arbeiten. Oh, Bruder, durch dich hat der Markt gesprochen. Aber dann kam die Krise, die Gewinne bröckeln und die Menschen hassen uns. Ach, Frevel, Verblendung, da sprechen die Ungläubigen, da spricht der Antikapitalist. Aber was hast du dann gemacht? Viele von uns haben den Markt verraten. Sie haben den Staat angebettelt. Oh, Bruder, das habt ihr richtig gemacht. Aber was ist mit dem freien Markt? Ach, der Markt. Der Markt ist nur dann frei, wenn er uns nützt. Denn der Markt ist kein Selbstzweck. Nein, er dient nur uns. Halleluja! Halleluja! Lass uns den Markt preisen. Pfuschen wir dem Herrn nur dann in sein Handwerk, wenn es uns nützt. Sagt nein zum Mindestlohn. Nein! Sagt nein zur Verstaatlichung unserer Gewinne. Nein! Und ja, zur Verstaatlichung unserer Verluste. Ja! Lasset uns beten. Gelobt sei die Kraft des Geldes. Gelobt sei die Rendite, Frucht unserer Kurse. Und gelobt sei auch die Steuergesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland. Ja! Wir danken dem Staat für seine Unternehmensbesteuerung. Wir danken auch allen Regierungen, die da kommen mögen, egal welcher Farbe. Denn wahrlich, ich sage euch, von dieser Seite haben wir nichts zu befürchten. Danke! Danke! Wir vergeben nicht unseren Schuldnern und erlassen auch keine Zinsen, sondern fordern, dass Schulden und Zinsen uns erlassen werden. Denn uns gehört das Geld und der DAX und Liechtenstein und nach uns die Sintflut. Amen!